Das Fliegen an sich ist natürlich eine Faszination. Ein Flugzeug fliegt hier oben am Himmel, kommt heil wieder runter. Das ist für viele so ein bisschen geheimnisvoll. Das ist ein ungeheuer komplexes Zusammenspiel physikalischer Effekte. Um das zu erforschen, braucht man wirklich ein tiefes physikalisches Verständnis über die Aerodynamik. Ich muss mir immer wieder die Frage stellen, was passiert denn da im Detail? In der Aerodynamikforschung versuchen wir, Flugzeuge effizienter zu gestalten, spritsparender, CO2-sparender, leiser und auch sicherer. Genau in diesem Augenblick sind ungefähr 1 Million Menschen in der Luft und reisen mit dem Flugzeug. Man geht davon aus, dass in den kommenden 18 Jahren sich der Luftverkehr verdoppeln wird. In Zukunft möchten wir natürlich klimaneutral fliegen. Wir haben dieses Potenzial, Flugzeuge gegenüber dem heutigen Stand deutlich effizienter zu gestalten. Dafür müssen alle Disziplinen miteinander verzahnt arbeiten. Und wir in der Aerodynamik verstehen uns da als Schlüsseldisziplin. Wir untersuchen das aerodynamische Verhalten von Flugzeugen im Windkanalversuch. Dann nutzen wir die Flugversuche und letzten Endes virtuelle Untersuchungen des aerodynamischen Verhaltens am Computer hin zu noch effizienteren Flugzeugen. Wenn ich ein solches umweltfreundliches, leichtes, energieeffizientes Flugzeug entwickeln will, möchte ich die meisten Strömungsphänomene möglichst realitätsnah schon im Windkanalversuch testen, bevor es überhaupt einen Prototypen gibt. Das schaffe ich nur im Labormaßstab. Also das Flugzeug muss wie bei einem Matchbox-Auto verkleinert sein. Es muss die Oberfläche auch bei uns 25, 30 Mal besser sein als der Lack des tatsächlichen Flugzeuges. Wenn ich dann im Windkanal den Druck erhöhe auf bis zu 4,5 Bar, die Temperatur senke bis auf minus 160 Grad Celsius, das ist kälter als auf dem Saturn, dann komme ich zu einem Verhältnis von Reibungs- zu Trägheitskräften wie in der Großausführung. Und dann kommt der spannende Teil, dann heißt es Wind an und dann wird tatsächlich gemessen. Wir sind in der Lage, die tatsächlichen Flugbedingungen nachzubilden. Ich bewege das Modell in der Strömung, ich passe die Strömungsparameter an und die Physik stellt sich einfach ein. Ich muss sie nur noch messen. Wir haben die Waage installiert, die die Kräfte und Momente misst, dass ich wirklich online sehe, bin ich kurz vor Strömungsabriss oder kann ich noch weiterfahren. Dann haben wir die Möglichkeit, in Kombination mit dem DLR temperatursensitive Farbe aufzubringen, dass wir den Umschlag messen können von laminarer Strömung in turbulente Strömung. Dadurch können wir die Daten dazu nutzen, um vorhersagen zu können, wie viel Widerstand hat dieser Entwurf, lange bevor ein erster Prototyp zur Verfügung steht. Wir wissen von industriellen Kunden, dass dank der ETB-Tests das Hochauftriebssystem massiv vereinfacht werden konnte, sehr viel weniger Widerstand auch dann in der Hochauftriebskonfiguration auftrat, sodass man dann auch wieder leichtere Triebwerke mit weniger Verbrauch installieren kann und das ganze Flugzeug leichter wird und weniger verbraucht. Das sind natürlich die erfreulichen Tage, wo man dann rausgeht und sagt, ja super. Wir haben den Windkanal, in dem wir uns im verkleinerten Maßstab Dinge anschauen können. Und wir haben nicht zuletzt dann auch tatsächlich den Flugversuch. Das heißt, der Flugversuch ist unter atmosphärischen Bedingungen mit einem realen Flugzeug, mit allen Dichtungen, Spalten, Klappen oder kleine Anbauteile wie Antennen. In letzter Instanz ist das dann tatsächlich die Wahrheit. Die Flugversuche, sozusagen die Königsdisziplin, weil man mit dem Objekt der Begierde dann tatsächlich in die Luft geht und dort Messungen durchführt. Und da hat ja auch das DLR beispielsweise eine sehr große Flotte an Forschungsflugzeugen. Ein Schwerpunkt bei uns hier im DLR ist die Forschung am Flugzeug selbst, um beispielsweise vorherzusagen, wie langsam kann denn ein Flugzeug eigentlich fliegen? Langsamer Anfliegen reduziert gleichzeitig auch den Lärm. Im Projekt HINWA, da haben wir eine A320 im Maximalauftriebsbereich untersucht. Sie fliegen mit dem Flugzeug auf gleicher Höhe mit einer konstanten Geschwindigkeit. Und irgendwann reduziert der Pilot im Flugzeug den Schub des Triebwerks, sodass das Flugzeug langsamer wird. Und wenn das Flugzeug langsamer wird, verliert es an Auftrieb und würde eigentlich sinken. Und das kompensiert der Pilot dadurch, dass er die Nase weiter nach oben nimmt. Das heißt, das Flugzeug fliegt immer langsamer, mit immer weiter nach oben gezogener Nase, bis irgendwann der Punkt des maximalen Auftriebsbeiwerts erreicht ist. Und dann bricht der Auftrieb zusammen, das Flugzeug kippt ab.
Das macht man dann mehrere Male, bis man die Messwerte erfasst hat, auf denen man ganz genau sieht, je besser der Hochauftrieb ist, desto langsamer können sie anfliegen. Wenn sie langsamer anfliegen, dann können sie ganz drastisch auch den Lärm reduzieren. Also wenn man statt mit 100 Meter pro Sekunde mit 80 Meter pro Sekunde anfliegt, dann ist man auf 2/3 bis einen halben Schalldruckpegel gelandet. Und das hat vor allen Dingen den großen Vorteil für die Anwohner. Dann hören sie tatsächlich reduziert Geräusche und es wird schneller wieder ruhig. Im Flugversuch kann ich natürlich Messungen durchführen. Das ist das, was wir real untersuchen können. Aber mit der numerischen Simulation gelingt es uns auch, in Flugbereiche vorzustoßen, die man real gar nicht fliegen kann. Unter der numerischen Simulation verstehen wir aerodynamische Analysen am Rechner. Beispielsweise von zukünftigen Flugzeugen, die ja in echt noch gar nicht existieren. Das heißt, da gibt es erste Ideen, wie könnte so etwas denn aussehen? Und dann weiter das aerodynamische Verhalten, um diese Geometrie herum zu simulieren. Wir können dann in der Simulation erkennen, an welcher Stelle entstehen am Flugzeug Wirbelsysteme, wie müssen die Flügel aussehen, um möglichst optimal mit wenig Widerstand durch die Luft zu fliegen. Da ist es eben so, bei heutigen Verkehrsflugzeugen sind die Flügel ja nach hinten zugespitzt. Wenn man jetzt die Flügelspitzen nach vorne pfeilt, hat man den Vorteil, dass man bestimmte Störungen in der Strömung über den Flügel reduzieren kann und damit die Strömung deutlich effizienter über den Flügel streicht. Das berechnen wir wieder, indem wir das Strömungsfeld in ganz kleine Elemente unterteilen. Und in jedem dieser Elemente können wir dann näherungsweise die Gleichung lösen, für die wir uns interessieren, Druck, Geschwindigkeit oder weitere Größen. Und je feiner ich diese Netzelemente mache, je mehr Netzelemente ich verwende, an desto mehr Punkten habe ich Informationen über mein Strömungsfeld, also desto genauer wird meine Simulation. Aber man darf nicht vergessen, das lässt sich nicht im Kopf lösen und auch nicht mit Stift und Papier und leider auch nicht auf einem Laptop oder auf einem Computer, den man am Schreibtisch stehen hat, sondern man muss wirklich sehr viele Computer zusammenschalten, um so ein großes Strömungsgebiet simulieren zu können und damit auch sicherstellen, dass unsere Simulationsergebnisse tatsächlich richtig sind. Und haben eben aus diesen hochgenauen Simulationen erhalten, dass wir den Widerstand für das vorwärts gepfeilte Flugzeug reduzieren können um ca. 18% gegenüber der rückwärts gepfeilten Konfiguration. Das ist speziell ein Konzept, das darauf abzielt, damit also auch den Kerosinverbrauch zu reduzieren. Wenn es uns gelingt, das in die Praxis hineinzubringen für Verkehrsflugzeuge, würden wir dort einen sehr großen Beitrag leisten, dass diese energieeffizienten Flugzeuge wirklich eines Tages Realität werden. Der Flugverkehr von morgen, der kann sehr viel emissionsärmer werden. Und das, finde ich, ist wirklich das Faszinierende, dass sich da ein Weg auftut, der eigentlich einmalig ist. Weil man natürlich auch in Zukunft dann den Windkanalversuch und den Flugversuch viel enger zusammenkoppelt mit der numerischen Simulation. Wir können mit sehr viel integrierteren Entwürfen dazu beitragen, dass Luftfahrt Stück für Stück immer besser wird, um tatsächlich klimaneutral und leise in Zukunft fliegen zu können.